So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nekopara Part Nummer 17. Ich habe es vom letzten Mal tatsächlich gemerkt, ein neues Kapitel, und es steht ja sogar noch, ich habe es mir tatsächlich gemerkt, The Calm After the Storm, nachdem sie alle erstmal runter auf ihn abgefahren sind. So, ich sehe die beiden da schon im Schlafanzug, ich vermute nichts Gutes. Aber egal, wir gucken erstmal. Okay, das Kapitel hat gerade erst angefangen. Warum, wie kommt es jetzt zustande, dass sie mich fragt, ob ich hier alles kaufe, was sie will? Oh, okay. Ich folge der Story einfach. Yup, we are celebrating your bell renewals after all. Achso, okay. Da wir feiern, dass die Prüfung bestanden haben. Why don't you vanilla go pick out whatever you want? Könnt ihr was aussuchen? Jetzt habt ihr euch auch nicht so alles kaufen wird. Was für ein Verarsche. Ich dachte, ihr geht auch irgendwas mit dem Shoppen. Oder ist Volume 1 plötzlich einfach verschwunden? Ich gehe doch jetzt nicht einkaufen. Von Tee bis Chips, das ist aber keine sehr große Auswahl. Ich wünsche noch ein Auto. Das wird uns am Leben halten. Ja, geil. Ich gehe doch jetzt nicht einkaufen. Ach. Die gehen einfach online. Okay, gut, dann warum nicht? Ich habe nichts gesagt. Bestimmt auf Amazon. So. Fährt das Frühstück am Morgen. Amazon. Jetzt hätte ich erwartet, also die bekommen gerade Empfehlungen von diesem Amazon von Cashew, was er schon so eingegeben hat, bekommen die Empfehlungen für Ladensachen. Es müssten da irgendwie so kleine Schmuddelheftchen und sowas kommen. Das wäre lustig. Na, vielleicht macht er noch was draus. Okay, und er sagt schon, sie hat gehofft, irgendwas Schlimmeres zu finden. Genau, sucht man auch Juwelen. Macht das. Weißt du eh nicht, was ein Juwel ist und was nicht? Okay, solange es gut aussieht, ist egal, also... Ein glänzender Stein mit Alufolie. Alufolie, einfach nur so ein Knäuel Alufolie, das reicht doch schon. Ja, und Vanilla gefällt die Naivität natürlich. Wer hätte es erwartet? Oh my gosh, was ist denn? Ernsthaft, ihr geht ins Internet nur, um gleich nach Thunfisch zu suchen? Was ist mit euch? Was ist mit denen? Okay, die suchen in Google jetzt, wie viele Ergebnisse sie für diesen Thunfisch bekommen. Und so viele wollen die dann bekommen. Viel Spaß mit den paar hunderttausend. Okay, mach das. Mach eine Liste. I said you could get whatever you wanted. But that's a little too expensive, don't you think? Seriously, don't order that. I never forgive you if you do. I'm giving those merciless cat girls a warning. But they'd never dare order it. Right? Was willst du denn? Oh Gott. Okay, jetzt erzählt sie uns hier, dass Vanilla hat den Test easy bestanden, aber mit Schokolade war es wohl eher nicht so. Wenn sie sich einmal so benehmen würden, wie sie sollten, würde sie sogar einen ganzen Thunfisch kaufen. I see. A whole tuna, huh? My little sister must have several times more wealth than my store does. When did this younger sister of mine get so scary? Hat sich ihre Stimme schon wieder verändert? Nee, das war Vanillas Stimme, die sich mal verändert hatte. Jetzt ist ihre Stimme. Genau, kauf was mal einen Kühlschrank für den Thunfisch, den du auch kaufst. Perfekt. We'll save that for the next time, I think. Genau, mach das mal nicht.
I suddenly feel like her plaything. I wouldn't know what I'd do with such a big refrigerator if she did end up buying me one. Though it's scary to think that she might actually buy it from me if I ask. Hey, sag doch einfach ja, sie bezahlt's doch. Okay, was denn noch? Ja, Azuki und Coconut sind absolut im Himmel. Leider. Ja, irgendwann sind wir hier alle mit dem Bett. Irgendwann. I started to understand what you meant when you said that cat was always growing. I have Ishiguri in odd one. Was? In on what happened while she was gone. Cat girl killer. Cat girl killer. Wow, das ist, wow. Dankeschön, du bist einfach die beste Schwester, die man haben kann. Dankeschön. Lady killer. Achso, sie glaubt, sie ist stolz darauf, aber als Frau bzw. als kleine Schwester macht ihr das Sorgen. What the hell do you mean by Lady Killer? Du hast 4. Was könnte man daran nicht verstehen? She smiles knowingly as she lifts her teacup to her mouth. I'm just doing what any family member would do. Volume 1. No one's going to criticize me for that. Nee, bloß nicht. Also, was du in Volume 1 mit Vanilla und Schokolade gemacht hast, ist absolut legitim. Also, da kann keiner was gegen sagen. Du bist absolut im Recht, Kollege. Das war on point, Mann. Du bist der beste Familienmensch, den man sich kann wünschen. Ich würde straight meine Familie aufnehmen, wenn ich 10 Schwestern hätte. Gott. As a partner, that thought, I take a sip from my own teacup. Ja, der glaubt echt, der ist im Recht, ne? Erstmal noch ein bisschen Teechen trinken drüber. Geil. Ja, was denn noch los? Hab mich zuzulabern. Ob ich darüber besorgt bin, dass die es auch teilen können. Nope, I'm not worried about it all. Ja, juckt ihn einfach gar nicht. 4 auf einmal, kein Ding. Mach doch 6 draus. Volume 3 incoming. So Typ, also. Storyline Development. On point. Ach du Scheiße. Hä, was? Ach so, was? Sie glaubt, also, sie weiß, dass sie sich keine Sorgen um sie machen muss, aber sie hofft, dass ich keine von denen heiraten wird. Oder hab ich jetzt irgendwas verstanden? Die Töchter, die du aufgezogen hast, was ist mit ihr? She sits across from me grinding, while I get more and more confused. Ja, ich auch. Über beide. Until recently, I had considered myself business partners with the cat girls, but after getting romantically involved with Chocolate and Vanilla, I don't know what to say anymore. Ja, da bist du aber selber schuld dran, Kollege. Was tust du auch? Unsere Reaktion erregt ihre Geister als deine Schwester. Hm, natürlich. Kannst du bitte rausgehen? Hier so ein Satans-Symbol um sie drum und dann einfach anzünden. Dann kommt der Teufel persönlich raus, ich sag's euch. I still don't know what to say to her, and I turn my head away in embarrassment. Was denn jetzt los? Eine ganze Seekuh, natürlich. Tja, eure Mutter, aka kleine Schwester, kauft euch das schon, bin ich sicher. Wir haben uns in ein
meist verliebt, der nicht viele Ressourcen hat. Ja toll, was soll man jetzt machen? I am serious now. If you buy that, we go bankrupt. Gefan hat das Strong Warning Tumor to mischievous cat girls. Though I feel like that's just an exercise in futility. Genau, bitte verlass mein Haus, Dankeschön. See ya, thanks for all your help. Den großen Bruder helfen ist was Tolles als kleine Schwester. Ja, natürlich. Du bist absolut fertig. Oh, ein Taxi wartet auf dich. Bist du fucking rich? Du musst richtig Cash haben. Text me when you make it home, okay? Even if you're taking a taxi home, I still worry. Der Typ ist nicht nur smooth, der ist auch noch verdammt nochmal heftig drauf. Kannst du mal bitte aufhören, deinen großen Bruder bangen zu wollen? Dankeschön. What do you mean? Steig einfach ins Taxi, bitte. Mach's nicht noch schlimmer. Ja, mach einen Abgang. Ja, gute Nacht dir auch. Komm nie wieder. I'm not trying to be cool or anything. As I grumble. Sugarless Taxi pulls out of sight. Die ist doch fertig. Die ist komplett. I asked you to order pizza, but I didn't say to order 10. Oh, Coconut hat 10 Pizzen bestellt. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt's wieder geschafft. Aber hey, du kannst zu deinem geliebten großen Bruder auch noch was beibringen. So, du hast was gefunden, was noch kannst. Das ist ganz toll. Das können wir direkt in der nächsten Folge abhandeln. Weil, dass wir jetzt ein neues Kapitel haben, ist schon wieder ganz gut. Damit ich direkt nächste Folge weiß, dass ich da nichts verpasst habe. So, was haben wir dafür? Neues Kapitel ist einfach nur Catty. Natürlich. Warum auch nicht? So, damit haben wir für das Kapitel ja ganz schön was geschafft. Also, die Szene war auf jeden Fall super sinnvoll. Aber gut, vielleicht passiert jetzt wieder was Besseres ohne kranke kleine Schwester. Meh. Okay. Bis zum nächsten Part und bis dahin.